Hallo und willkommen, ich bin's MK3. Wie ihr seht, natürlich ist noch mal Zeit für Warframe. Und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt an der extrem giftigen Farbe hier vorne, jap, es geht um die Sarüen. Nicht unbedingt um sie jetzt direkt, also jetzt so wie sie hier steht, sondern eher um andere Sachen, die mit ihr passiert sind. Nämlich. Wir fangen erstmal mit dem Optischen an. Es gibt jetzt, vielleicht soll ich das gerade noch erwähnt haben, Update 17.10.0 ist da. Auf jeden Fall ist jetzt das große Rundum-Modde sozusagen von den Entwicklern an der Sarüen endlich live. Und wir können auch mal einen Blick drauf schmeißen. Allerdings, bevor wir das machen, tun wir erst noch einen Blick hier reinschmeißen. Nämlich, die Sarüen hat auch extra einen speziellen Look gekriegt, den man nur für eine gewisse Zeit natürlich wieder nur mal gegen Echtgeld kaufen kann. Aber trotzdem gucken wir uns den an. Trotzdem gucken wir uns an, hast du den schon gekauft? Wird jetzt die Frage sein, nein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aus dem einfachen Grund, es gibt die in verschiedenen Ausführungen, sag ich jetzt mal. Wir haben nämlich hier einmal den Limited Time, also zweimal Limited Time eigentlich. Das ist hier schon dran, 13 Tage wieder Spaß, also noch halten. Und dann verschwindet die erstmal wieder für eine Zeit. Okay, gucken wir mal, wann Ende dieser Zeit mal ist. Also ich meine, ich habe ja noch 13 Tage Zeit, also um mir zu überlegen, was ich hier noch nehme. Nämlich zum einen gibt es hier einmal den normalen Sarüen Orphid Skin. Ich lege mal kurz drauf. Das sieht ja schon interessant aus. Hat so mehr so einen Blumenlook. Es hat mehr so einen Rock gekriegt. Alles zusammengesehen sieht das wahnsinnig nice aus, muss ich jetzt mal gerade einfach mal so sagen. Ja, im Gegensatz zu jetzt normalen Sarüen, die wir jetzt ganz kurz mal vor uns angucken werden, werden wir noch einen deutlichen Unterschied sehen. Vor allem sie ist sehr dürrer geworden. Hier gerade um den Hals rum. Was nicht unbedingt schlecht ist, denn wir gucken mal gerade auf sie hier. Gehen wir gerade hier vorne ins Licht. Drehen wir rum. Wie ihr seht, es ist relativ dick oben herum. Und, aber mal kurz mal, nur um den komplett Einblick mal davon zu haben, wie diese Sarüen normalerweise aussieht. So sieht sie nämlich jetzt hier aus. Wie ihr seht, ich habe jetzt extra von den Beinen her und die Arme her sind jetzt eher dunkel und der Rest ist eher so giftig farben. Wenn wir jetzt hier auf die Idee kommen. Nicht Upgrade, das war falsch. Wenn wir jetzt auf die Idee kommen, jetzt das Optische zu übernehmen jetzt von dem neuen Skin, werdet ihr feststellen, das sieht plötzlich vollkommen anders aus. Putsch. So wäre jetzt von meinem Farbschema, was ich jetzt halt dran habe, so würde das jetzt aussehen. Bisschen extrem viel hell leuchtendes, extrem giftiges. Ich würde das vielleicht eher ein bisschen dunkler haben wollen, alles in allem. Aber es sieht jetzt nicht wirklich schlecht aus. Ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, dass er jetzt verkehrt aussieht. Der Kopf müsste natürlich auch anders sein. Wir gucken uns den ganz kurz aber auch mal an. Leider kann ich das nicht anlassen, ansonsten müsste ich den Purchase-Button drücken, damit das läuft. Aber ja, so würde der Kopf allein schon aussehen. Und er sieht okay-ischer aus, sag ich jetzt mal. Hier das ganze Klimbim oben dran am Kopf finde ich in der Regel nicht so geil. Weil man guckt ja in der Regel von hinten aus seinem Warframe, dann flattert die ganze Zeit irgendwelche Ringe da oben rundherum. Weiß ich jetzt nicht, aber hey, ich habe ja noch diverse andere Köpfe, die ich dahin kleistern hätte können. Wobei die alle nicht so super toll aussehen, muss ich es gerade mal festhalten. Und das sieht der im Verhältnis doch schon, ja, ich muss zugeben, besser aus. Auch wenn das oben das Geklimper mir schon jetzt nicht gefällt. Muss ich schon sagen, hey, das, wenn ihr rumspringt und rumläuft, dann habt ihr immer so ein Geflimmel direkt die ganze Zeit vom Gesicht. Ich weiß nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, der Skin ist mal nicht verkehrt. Jetzt werde ich sagen, Moment mal, da war doch noch ein anderer Skin zu sehen. Genau, den gucken wir uns jetzt an. Das ist eigentlich der gleiche Skin, ist nur ein Bundle. So, das ist eigentlich genau der gleiche Szenario, was wir eben gerade schon gesehen haben. Nur jetzt zeige ich euch, jetzt erkläre ich euch mal was anderes, was wir hier noch sehen. Also das ist jetzt normalerweise der Skin. Wenn der ein bisschen, ich sag mal, in dezenteren Farben bemalt ist und nicht so giftgrün, wirkt das auch alles gar nicht mehr so extrem, finde ich. Und ja, das hier sind Dual-Soren, also die beiden Äxte, also Sichel umgestrickt. Das sind neue Skins dafür. Und was man fast nicht so erkennen kann, am Ende dieser Sichel, mal gucken, wenn wir gleich ein bisschen rumdrehen, ist noch ein Gegenstand dran montiert, den man womöglich wegen dem hellen Leuchten, wo man mich gar nicht richtig erkennen kann. Hier, ne, kann man wirklich nicht sehen. Wegen dem Leuchten kann man da leider überhaupt nicht sehen. Lass uns vor kurzem mal rausgehen, denn, wenn wir hier drauf gehen, ach shit, da war jetzt ein Fehler. Ja, gerne, guck mal jetzt hier nochmal. Weil da ist ja immer, der Skin ist klar, dann Dual Soren, dieser Sichel-Skin, ja, ist klar. Und dann gibt es noch eine Melia Sugatra. Und für die Leute, die genauso wie ich völlig davor perplex gestanden haben, sagen, was ist denn das jetzt schon wieder? Seht ihr hier die Sichel hier oben? Dieses, oh, jetzt Junge, jetzt bleib mal hier. Die Sichel hier vorne ist quasi der Waffenmord und es sieht so aus, als hat einfach so an dem Griff so ein Bömmel dran. Also das ist jetzt so ein kleines Blumenteil. Und das ist dieser Melia Sugatra, nur dieses kleine Teil. Wenn man das jetzt auseinanderrechnen wollte, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie normalerweise teuer ein Waffenskin ist, wobei das können wir mal gucken, klar. Gerade, aber das, wenn jetzt 165 ist, natürlich schon ein
ist natürlich nicht gerade günstig, sage ich jetzt mal. Und so eine, dieses Mini-Teil, was hinten an der Waffe dranhängt, ist 15 Platinum, wie ich es gesehen habe. Das heißt, dann wären wir hier bei 70 und 180. Das heißt, beim Worten, jetzt müsste der Waffenskin schon für die Dual-Äxte schon eigentlich... Nee, den finde ich hier nicht, glaube ich. Wo finde ich den? Finde ich den doch hier? Nein, hier eigentlich nicht. Warframes? Achso, das war's vielleicht. Nope, 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 nope. Vielleicht bei Equipment vielleicht eher. Und bei... Ich gucke danach so selten, deswegen ich bin immer völlig perplex, wenn ich sage so, ja, wo ist das Zeug? Guck ich mal lieber bei den Bundles vielleicht. Bei den Bundles, gut, da kriege ich jetzt natürlich alle Bundles nur angezeigt. Aber hier gibt es so solche Sugatras. Gut, das sind jetzt zwei Sugatras auch zusammen. Okay, nehmen wir von diesem Sugatra hier das hier nur. Nur mal so. Ja, das ist jetzt für die, das sind jetzt, so wie es aussieht, zwei verschiedene. Das heißt, man eine Sugatra 25 Platinum, kommt da hin. Finde ich noch irgendeine? Ja, 25 Platinum, doch, hier, Sugatras, perfekt. Das sind alles hier so Skins, mehr oder weniger einfach nur... Okay, läuft. 25 hat man, okay, 25, was habe ich gesagt? Das heißt beim Worten, wenn ich diese Sachen einzeln kaufen wollte, spare ich genau 5 Platinum. Weil hier, ne, 15 bei, sind wir 180. Nochmal 25 bei, wenn wir 205. Puh, sag ich mal. Wobei, wenn man es eh alles kaufen möchte, sag ich jetzt mal, dann wäre natürlich das tatsächlich ein Deal. Auf der anderen Seite müsste man Dual Sore nehmen. Deswegen, bevor ich jetzt aber eine Mission starte und ihre Fähigkeiten erkläre, mal ganz kurz Dual Sore nochmal angucken. Ganz kurz nur, damit wir nochmal einen Einblick davon dieser Waffe haben. Die sind jetzt nicht unbedingt schlecht, aber Dual Soren sind auch nicht super toll. Ich meine, Crit-Chance ist super, das kann man, da kann man nichts gegen meckern, ne? Crit-Multiplayer ist auch toll, wird dreifach Schaden. Status ist leider fast nicht gegeben. Was zu der jetzt gerade ein bisschen komisch wirkt, weil alles, was sie tut, hat eigentlich viel mit Status zusammenhängt. Auf der anderen Seite rum ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Denn, gehen wir mal gerade hier rüber. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt für Nahkampfwaffen zählt, aber gucken wir mal einfach schon mal hier rüber auf die Fähigkeiten und dann werde ich auch bei den Fähigkeiten Erklärerei, bevor wir die Mission starten am besten, kurz noch darauf eingehen, was jetzt so spezifisch toll dabei ist. Ich meine, welche Sachen stehen jetzt nicht hier in der Übersicht drin? Gehen wir gerade auf die Abilities. Gehen wir gerade auf die Abilities hier. Weil da hat sich ein bisschen was getan. Wir haben jetzt am Anfang erstmal Sporen, wobei wir tun jetzt mal ohne Mods die Sachen uns anzeigen lassen, damit wir die Reinzahlen auch mal haben, weil ich habe ja durchaus wieder ein paar Mods reingeworfen. Gut, jetzt die erste Fähigkeit ist Sporen. Ihr werft quasi da ein paar Sporen auf Gegner und die Typen kriegen dann so kleine oder etwas größer werdende auch ja, Sporensäcke überall dran, wo ihr drauf schießen könnt, dann gehen die hoch und dann gibt es halt Aua. Das Ding macht standardmäßig eh schon auf das Zielschaden, nur wenn ihr halt hochgehen lassen könnt, kriegen halt außenrum halt auch Sporen womöglich ab und dann, ne, kriegen ja auch Schaden über Zeit und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen, das ist nicht sonderlich viel. Ich meine, 20 Schaden pro Sekunde ist jetzt sehr gering. Auf der anderen Seite, wir reden ja davon, dass das ein Effekt ist, der womöglich sich ausbreiten kann. Und dann muss man vorsichtig sein mit so kleinen Zahlen, Anführungsstrichen. So, initial Sporen, wir werfen also 3 Sporen auf den Typen, dann macht das so pup an dem Typen. Die Duration, also die Länge von dem Neuser hält 12 Sekunden. 60 Meter Reichweite ist natürlich immer gar nicht verkehrt. Spread Range ist 16 Meter. Also in 16 Meter kann sich also der Mist verteilen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und Spread Spores sind auch wieder 3. Also die sich verteilen, wenn das mal sich verteilt. Was natürlich schon mal nicht verkehrt ist. So, wir halten uns das schon mal im Hinterkopf. Ja, Toxic Spores. Das macht also angeblich Toxic Schaden. Gut zu wissen. Also Giftschaden. Dann haben wir noch Mold. Mold kennt ihr bestimmt, das hat sie ja schon vorher gehabt. Wobei, wenn ich hier die Übersicht danach mal reingeguckt habe, da gibt es ein paar Sachen, die man hätte hier beischreiben müssen eigentlich. Aber okay, ihr baut einen Klon von euch selber hin und der explodiert am Ende und hält so und so viel aus. Das ist es eigentlich. Mehr oder weniger ist das so ein kleiner Tank, den ihr euch hinstellen könnt, sagen könnt, viel Spaß mit meinem Ebenbild, was sich auflöst und dann nach euch um die Ohren fliegt. Shredding, her skin, ja okay, sie tut halt ein Abbild von sich passen und Decoy und die Gegner womöglich greifen das gerne an. So, und wenn es stirbt, halt macht es diesen Schaden. Das Teil kann man auch mit Spores belegen. Yeah, seht ihr schon, da passiert auf einmal, ne? Ihr macht das Ding damit voll und dann geht das ja hoch und dann kriegt die Giftschaden. Dann kriegen sie auch Sporen dabei und hast du nicht gesehen? Haltet euch das alles schon mal im Hinterkopf, weil ich frage das gleich ab. Nein, gleich jetzt, aber es gibt nämlich hier auch durchaus Kombinationen. Die Dinger werden viel, viel besser plötzlich, wenn plötzlich Giftschaden mit oder halt Viralschaden danach mit dazu kommt. Dann gibt es noch die Toxic Lash. When activate, melee strikes burst spores, call them into spread nearby enemies. Ihr verteilt sozusagen mit eurem Schwert jetzt auch wieder
Der Melee Strikes Burst Spores. Im Endeffekt, wenn ihr jetzt Gegner mitschlagt, die das hier oben schon haben, gehen die automatisch hoch, diese Sporen. Und die Dinger verteilen sich sofort auf die Typen außen herum. Und man sagt dann so, oh, das ist schon bitter. Ne? Weil sonst müsste man diese kleinen Büttel, die man den Typen ja sieht, extra beschießen im Fernkampf normalerweise. Und Hittert sagt einfach, ja, wenn du damit schlägst mit der Waffe, die Waffe muss allerdings gezogen sein. Ihr könnt also nicht mit der Schusswaffe rumlaufen und dann sagen, aber meine Waffe ist vergiftet, so läuft das nicht. Ihr müsstet schon die Waffe richtig equipped haben, sodass ihr immer offensichtlich tragt. Und dann könnt ihr erst dieses Toxic Lash, also diese neue Fähigkeit, die Waffenverzauberung, die Waffe vergiften, wenn man so will, drauf machen. Aber das Zeug tut jetzt eben auch automatisch die Spores, also diese Sporen hier oben, sofort hochgehen lassen. Was natürlich dazu führt, dass das Mist sich verteilt. Gut, was haben wir noch als Bonus gekriegt, nebenbei, dass es das macht? Wir blocken besser damit, wir kriegen weniger Schaden. Ich habe noch nicht gesehen, ob wir Schaden kriegen, wenn wir blocken, aber ja. Wir blocken damit jetzt besser. Dann gibt es noch einen Damage Multiplier, das heißt, wir machen 30% mehr Schaden mit der Waffe. Hm? Und Power Duration 3 Sekunden. Ja, 3 Sekunden hält der Spaß und dann machen wir in so lange 30% mehr Schaden und lassen überall diese Sporen hochgehen im Nahkampf. Gut, soweit schon mal klar. Und jetzt Miasma. Das ist die Endfähigkeit, die normalerweise damals Leute gebufft haben, bis zum Umfallen. Und die heute bestimmt nicht mehr im direkten Zusammenhang nicht mehr so unglaublich toll sein wird. Aber gehen wir jetzt erstmal ganz kurz darauf ein, was macht Miasma eigentlich? So, sie setzt sich hin und tut die Atmosphäre hier mit Lethal Poisonous Mist. Und quoted all enemies in range. Im Endeffekt alle belegen mit so einem Pfleh. So einen giftigen Nebel alle einhüllen, die dann schön Schaden über Zeit machen. Gut, was haben wir noch hier? Deals additional damage enemies under toxin and viral effects. Oh, das Ding macht also mehr Schaden, wenn das Ziel vergiftet ist oder virale Effekte drauf hat. Viral ist übrigens Frost und Gift gemischt. Was übrigens, wenn das prockt viral, werden die Lebenspunkte halbiert. Das ist virale Effekt eigentlich. Für 6 Sekunden lang werden Lebenspunkte halbiert. Was, solange der Effekt andauert, natürlich auch heißen würde, der Schaden, den ihr macht, ist quasi verdoppelt. In einer gewissen Weise, weil das zieht halt halb so viel aus. Kann man sagen, muss man aber nicht. Wenn der Effekt allerdings ausläuft von viral, kriegen die wieder ihre Ursprungswerte zurück. Das heißt, man wurden, ja, dann ist der Schaden tatsächlich nur normal gewesen, ja, leider. Gut, aber nee, was macht das Ding jetzt? Also, pro Sekunde 350 Schaden, Power Duration 3, das ist jetzt nicht sonderlich lang, für 3 Sekunden passiert das also auch nur. What, das ist sehr kurz. Power Range 15 Meter. Ja. Wie ihr seht, jetzt hierhin sich stellen, weil früher war das ja, glaube ich, ein Langzeiteffekt, jetzt hier hinstellen, sagen nur noch eine 22er Duration als Power haben, wird nicht so sonderlich viel bringen, weil das Ding hat nur noch 3 Sekunden. Da kommt hierbei nicht viel raus mehr. Da kommt wirklich nicht mehr viel raus. Tu mal gerade was hier mit meinen Stats mal anschmeißen. Okay, jetzt seht ihr schon, Duration ist ein bisschen rot. Der Rest ist eher positiv nach oben. Wenn überhaupt, bewegt sich. Aber wir gucken mal ganz kurz auch, was ich jetzt hier gemoddet habe. Nicht, dass Leute sich fragen, wann alles ist. Gut, ich habe ja nämlich hier drin nur Fleeting Expertise. Warum? Ich will das Zeug billiger haben. Noch billiger haben. Und damit es euch ein bisschen länger wieder hält. Und Constitution, damit ich halt nicht hier... Wenn ich hier bald rausnehmen würde, wären wir nämlich hier bei, keine Ahnung... Da wären wir wieder 22, ne, nicht ganz, aber da sind wir, glaube ich, super niedrig mit Duration. Aber Duration will ich ja hoch haben. Deswegen habe ich gesagt, gut, wir pushen es so weit, wie ich es jetzt mit Mods kriege. 98% sollten es sein. Und dann habe ich noch was mit mehr Lebenspunkte. Gut, das war es eigentlich schon. Was sich übrigens noch geändert hat, ist, sie hat mehr Rüstung bekommen. 175 Rüstung hatte sie vorhin nicht gehabt, wenn ich mich nicht vertue. Und, aber das lese ich gleich am besten nochmal vor, bei den generellen Änderungen zu Saruin selber. So, jetzt aber, bevor wir die Mission jetzt starten, gehe ich noch ganz kurz auf Abilities und lese jetzt nur kurz bei den Entwicklern, was sie veröffentlicht haben, auch was jetzt genau die Fähigkeiten genau zusätzlich machen, von Dingen, die hier nicht beistehen. So, jetzt mache ich euch Standardwerte wieder an. Ne, für Sachen, die nicht beispielen. Zum Beispiel bei den Sporen zum Beispiel. Gut, dass sie Namen geändert haben davor, ist jetzt mal egal. Dieser Effekt von den Sporen tut immer hundertprozentig Viralproc auslösen auf dem Ziel. Oh, viral? Wobei hier Toxin drin steht, hätten sie dann viral? Egal. Aber das macht auf jeden Fall schon mal einen Viraleffekt hier drauf. Und man sagt dann, viral ist also damit schon mal drauf. Genau, der Schaden ist jedes Mal Sekunde, ist ja gar kein Problem. Genau, wenn das Ziel jetzt vergiftet ist... If Host ist Toxin Proc. Das heißt, wenn ihr das hier benutzt, also angenommen, ihr würdet jetzt erst mit der Toxin Lash draufhauen, wo das Ziel mit vergiftet wird, und tu dann Sporen danach auf den Typen drauf tackern, theoretisch,
würde, wenn die Dinger explodieren, tatsächlich der Gifteffekt, der Giftschaden mit auf das Ziel übertragen. Und denkst du natürlich, oh, das ist böse. Ah ja, und nee, natürlich die Standard. Das Problem ist, ich lese natürlich jetzt das hier von Entwicklern durch und da stehen so manche Sachen bei, darauf beziehen sich, dass ja dass die Fähigkeit ja nun verändert wurde. Das heißt, man wurde Increased Base Damage. Das heißt, man so, hä? Ja, Moment, ja, zuvorher natürlich. Aber wir reden ja von jetzt. Wir ignorieren mal, was vorher war. Sondern überlegen uns nur, was jetzt ist. Also das Ding macht auf jeden Fall schon mal viral. Proc löst das Ding automatisch auf, wenn so eine Spore explodiert. Und sobald das Ziel Toxin drauf hat und eine Spore hochgeht, wird der Toxinschaden, also dieser Schaden über Zeit von dem Gift tatsächlich auf das neue Ziel mit übertragen. Mhm. Mold. Das ist nämlich sehr interessant. Ah, wir können natürlich auf den Mold, also auf diesen Klon, halt Spores drauf zaubern. Mhm. Dann Miasma wirkt da noch mit rein. Also wenn wir Miasma benutzen in der Nähe davon, wird die Power von dem, wenn es explodiert, erhöht. Aha. Und genau, wenn natürlich der Klon hier sterben sollte, wenn natürlich alle Mold-Effekte auf dem gehen halt hoch und tun automatisch die Sporen auf alle anderen mitverteilen. Ja. Das Interessante natürlich jetzt, die Idee ist hier folgende. Ihr macht das Ding dahin, habt da Sporen drauf und benutzt dann Miasma, was ja durchaus mal einfach mal Giftschaden verteilt. Das heißt, man deckt hoch, nimmt den Giftschaden mit über die Sporen und macht eh noch mehr Schaden, wenn er hochgeht. Und ich weiß gar nicht, wer das überleben soll, ganz ehrlich gesagt. Das heißt, wenn der hochgeht, macht er erstmal mehr Schaden. Also was hier an Schaden ist, kommt hier mit rein, verteilt mit den Sporen das auf die Ziele. Und die kriegen ja den Giftschaden über Zeit plus die Sporenschaden alles ineinander reingedrückt. Oh, okay. Das ist schon mal sehr bitter. Zumindest so, wie es hier steht. Ich nehme das jetzt, ich finde das nicht. Ich verlinke das ja nach unten. Kann jeder genau nochmal durchlesen, den Spaß. Und dann Toxin Lash natürlich. Ja gut, dass es renamed wurde. Gut, dass es länger hält, ist auch egal. Genau, ein garantierter Toxinschadenseffekt, wenn man hier mit dem Ding schlägt. Das heißt, wir schlagen einmal damit zu, wir vergiften das Ziel, wie gesagt, damit Sporen nach drauf machen oder vielleicht nochmal danach schlagen und zack, explodiert er und macht Schaden schön über alle. Das haben wir ja schon festgestellt. Detonates Venom Spores if target has one. Ja, genau, weil falls das Ziel Sporen drauf hat, wird man natürlich beim nächsten Schlag die Dinger automatisch zum Explodieren bringen. Gut. Damage Output scales based on percentage total damage of melee weapon with mods no base. Warte mal, das muss ich mir gerade mal lesen. Damage Output scales based on a percentage total damage of melee weapon with mods, not base. Okay. Das heißt, man kommt nochmal extra Melee-Schaden nochmal extra oben drauf. Achso, nee, hier der Multiplier natürlich. Das meint ihr damit. Der Multiplier, der Schaden, der bezieht sich jetzt nicht auf den Basiswert, die 30% mehr Schaden, sondern tatsächlich auf den Endwert nach Mods, nach alten Mods, wie es hier steht. Das heißt, man wurde auf Melee-Weapon-Mods. Okay. Nicht die Elementar-Mods. Aber wenigstens alles, was mit Melee-Schaden zu tun hat. Damit kommen wir doch schon sehr viel weiter. Das war auch, glaube ich, weil Toxin Lash ist active, the bonus damage reduced, the block. Das mit dem Schaden, ja, also okay. Jetzt, wenn wir weniger Schaden kriegen, wenn das Ding aktiv ist, ist kein Problem. So, jetzt Miasma und dann ziehen wir auch los. Dann verspreche ich, ziehen wir sofort los, dann sehen wir mal in Aktion. So, Miasma, Damage, Tick, dann every second, will affect how long the buff is up. 100%, oh, jetzt geht's nämlich los. Miasma macht 100% mehr Schaden, wenn das Ziel ein Viral-Proc drauf hat. Und dadurch, dass das hier als Toxin ja auch zählt, werden die Sporen natürlich automatisch explodieren, wenn der Effekt drauf auftrifft. Schon mal schön. Und jetzt nochmal, 100% mehr Schaden. If the target, wenn das Ziel schon vergiftet ist, macht das Ding auch nochmal 100% mehr Schaden. Ist also, kriegt man 200% mehr Schaden, also hier die Zahl insgesamt nochmal zweimal dazu. Also dreimal, also insgesamt schon dreimal 150 Schaden pro Sekunde, beziehungsweise beim Bam halt, ne? Enemies hit by Jasper when under effect of me. Warte mal. Wenn hit by Miasma, when under effect of Miasma, will have the duration time reset. Ah ja, stimmt. Falls sie jetzt diesen, um Himmels Willen. Das heißt, angenommen, das Ziel war mit Sporen versehen und ihr habt es mit dem Teil hier geschlagen, beziehungsweise eher umgekehrt. Erst haut ihr es dem mit, um es vergiftet zu haben. Danach macht ihr das da drauf, um Sporen drauf zu haben. Und dann benutzt ihr Miasma. Dann tickt er ja super hoch mit dem x-fachen Schaden vor sich hin, falls ihr mir erstmal nochmal neu zaubern sollt innerhalb von 3 Sekunden, in dem Falle, wie ich es jetzt habe. Oder ändert sich da was?
Ja, okay, ich müsste es früher zaubern. Ein paar Bruchteil von Sekunden. Dann würde dieser Effekt resettet und das tickt mit dem Schaden, wie es hat, gerade einfach mal weiter. Oh, das ist böse, weil es resettet. Erstmal resettet hier, wie sich jeweils, heißt man, die Zeit wird quasi immer verlängert, immer weiter verlängert. Wenn der Kampf überhaupt so lange dauert, weil wir reden von sehr vielen Schadenspunkten jetzt schon. Increase Base Damage over. Ja, okay, das ist egal. So, jetzt was noch. General Revision. Nämlich da erstmal die Basis-Proc-Status-Effekt, Proc-Chance von Sarins Effekten 25% ist erhöht. Das heißt, man irgendwie. Jetzt ist mir gerade die Frage, ob das jetzt wirklich von den Fähigkeiten hier, also 25% Mindestchance ist einfach erhöht, mehr mindestens erhöht, ist die Frage, ob das auch für Waffen zählt. Ich denke mal aber nicht. Es sind bestimmt nur die Fähigkeiten hier. Dann irgendwie Sound wurde geupdatet, Toxin Dash while moving. Ach genau, wir können hier die, manche von den Sachen kann man jetzt auch zaubern, wenn man sich bewegt, was mal nicht verkehrt ist, weil das, glaube ich, konnte man vorher ohne was nicht. Also Spores und Toxin kann man auch in der Bewegung mal ganz kurz nebenbei einfach mal casten, das ist schön. Und Armor ist jetzt 175 geworden und Saren Health ist now 125. Basiswert natürlich. Und Basisenergiewert ist 150. Gut, jetzt ist aber genug. Jetzt habe ich genug gelabert, jetzt sehen wir uns das endlich an, sofort. Ich habe jetzt auch hier eine Stangenwaffe dabei, dann wollen wir mal gucken, wie das einer aussieht, wenn ich dann alles zerlege damit. Ich habe natürlich ein Testgelände ausgesucht. Was ich gerade nicht wiederfinde. Ich suche eigentlich Eris gerade, ich bin wieder blind. Das ist doch Eris. Eris on a card, gehen wir hin. Oder Eris off a card, ist mir egal. Oder Card on Eris, ne, hört sich doof an. Eris off a card hört sich toll an. Dann werden wir gleich feststellen, was es bedeutet, mit den neuen Fähigkeiten rumzuhantieren. Ich kann mir noch nicht mal versprechen, dass ich die ganzen Kombos hinkriege, weil hier die Gegner, ich habe es nämlich schon ein paar Mal probiert, hier die Gegner sterben zu schnell. Ja, ist irritierend, ne? Es ist völlig irritierend. Bevor wir das starten, ich schmeiß mal ganz kurz hier ein bisschen Energie noch hin. Nur ein bisschen, dass wir sagen können, ich habe auch keinen Flow drin. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber was soll's. Und habe ich Flow drin? Ich glaube nicht. Aber ich nehme jetzt ein bisschen Energie, was ich kriegen kann. 225. Kann reichen, muss aber nicht. Aber es kostet ja alles super wenig bei mir. Deswegen, das kann klappen. Das kann klappen. Auf geht's. So, wir machen das jetzt mal, wie ich es eben gesagt hatte. Erstmal ziehe ich eine neue Waffe. Stangenwaffe. Wir machen sie giftig. Hallo Gegner, kommt ihr? Da kommt sie. Also giftig. Quatsch, ist vergiftet worden. Gut. Das heißt, ich hau jetzt einmal zu, mach dann Sporn drauf nochmal. Also erstmal hauen. Hau Gift drauf und dann. Oh mein Gott, da hinten ticken sie, wie ihr seht. Der stirbt da einfach vor sich hin. Hat Viral drauf und ist auch tot. Und hinter die Türen haben auch schon mal vieles drauf. Hau ich mal drauf. Die waren ein bisschen schnell tot, oder? Und auf dich so was draufhauen. Bam. Oh, der hat sich verteilt. Mist. Der ist hochgegangen. Wie ihr seht, das ist wahnsinnig krass. Die kriegen so schnell Schaden. So schnell kann man gar nicht gucken. So schnell kann man gar nicht gucken. Wir benutzen jetzt nochmal die andere Fähigkeit, wenn die anderen Typen hier auftauchen. Lass mich kurz gucken, wo sie auftauchen. Oh. Da, gut. Wir machen den da hin. Machen mal einen solchen Schiss drauf. Gehen ein bisschen weg und sagen dann: Tschüss, Freunde. Ja, das sah schon mal nicht verkehrt aus. Das sah nicht verkehrt aus. Um Himmels Willen. So, ich hau jetzt auch mal so drauf, wobei die Waffe auch relativ viel Schaden macht, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, das ist schon Haus von der Ganze. Also, wenn das brockt erstmal, also, ist es finster, finde ich. Ich finde das absolut finster. Batsch, batsch. Der hält ein bisschen mehr aus. Der hält wirklich ein bisschen mehr aus. Aber nicht genug. Aber nicht genug. Hat den Kopf geschlagen. Okay. So, und jetzt werden wir gleich nochmal probieren mit Miasma zusammen. Sei es beim Worten. Ist das schon die neue Welle? Ah, ich probiere es einfach mal. Das heißt, man, erst hau ich dich einmal. Dann zauber ich das drauf und dann Jasper. Go! Ja, das sieht gut aus. Das sind große Zahlen unterwegs gewesen. Aber nur kurz. Aber nur kurz. Da hat das scheinbar nicht ganz hingehauen, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, probieren wir es einfach nochmal. Erstmal erwischen wir einen. Na komm. So, zack. Okay, das sieht gut aus. Aber nicht gut genug. Das sah besser aus. Oh Gott, die sind mir alle direkt gestorben, wa? Autsch, 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 autsch. Ich habe gleich kein Mana, wenn es so weitergeht. Also Energie mehr. Gehe ich ein bisschen weg von dem. Lass es ein bisschen verteilen. Schieße ich mal ein bisschen drauf. So, Verteilung. Läuft. Ja.
Mehr Verseuchung, mehr Vergiftung. Wie gesagt, das sind alles noch meine bis jetzigen Experimente, die ich hier vorgeführt habe. Ich bräuchte eigentlich viel stärkere Gegner, muss man leider sagen. Die einfach sehr viel mehr aushalten, aber ohne mir direkt x 100.000 mal Schaden zu machen. So, mache ich erstmal nur das drauf und lasse sie ein bisschen ticken. Ja. Jetzt habe ich natürlich auf keinen Teil geschossen davon. Wer hat's gekriegt? Oh Gott, nicht hier schon wieder. Nein! Ah! Der Arbeiter auf Hexe ist. Ich kann den echt nicht gerade brauchen. Gehen wir erstmal weg hier von denen. Die Hunde. Aber wisst ihr was? Ihr seid alle da unten verseucht am werden. Wisst ihr das eigentlich? Hier die Zahn unten so ein bisschen rumflütteln vor die ganze Zeit vor sich hin. Fresst das. Fresst das alles. Schauen wir mal machen. Ja, machen wir nochmal. Auf ihn habe ich es verteilt. Dann machen wir jetzt mal was drauf. Schießen wir ein bisschen. Quatsch. Treffer. Habe ich noch mehr verteilt gekriegt? Nein, leider nicht. Ah, ich hab nicht genug Energie. Ah, weißt du was? Wir holen uns Energie. Puh. Ihr seid so reif, Jungs. Ihr seid so reif. Ihr wisst gar nicht, was euch alles gleich trifft. Viel Erfolg, Jungs. Oh, Mist. Ich versuche sie gerade nur mit Fähigkeiten fast zu töten. Das ist nicht ganz so gut, wie ich es mir vorstelle. Raus hier. Vor allem, wenn ich super langsam bin. Dieser Eiseffekt von denen macht mich kirre. Besser. So, wie lange noch? Aber kurz langsam auf mich schießen, ist eigentlich kein Problem. So, du bist erstmal verseucht wieder. Gut. Ich bin fast geneigt, den mal Nahkampf zu erwischen. Mache ich jetzt auch, glaube ich. Oh mein Gott, jetzt krieg ich ja schon auf die Fresse hier gerade, weil ich hier rumstehe. Da sind schon mal ein paar tot. Der ist tot. Okay, ich sehe mehr Zahn, als mir lieb ist. Oh, oh. Platz. ja, der letzte Seuchenschwung hat schon mal viel erwischt. Auch du. Bam. Noch mehr. Gut, noch mehr, kein Problem. Nimm dies. Und ihr hört mal auf, mal teilzuschlagen hier. Hier ist noch einer. Jetzt ist mal kurz hier. Ich habe noch 80 Lebenspunkte. Du willst mich umbringen. So, jetzt habe ich einen Down gekriegt. Endlich, meine Fresse. Gut, dass ich mich regenerieren kann ein bisschen hier. Aber ich habe natürlich nicht den Mod drin, dass Mold mir Lebenspunkte gibt. Ich glaube, das wäre echt eine Sache, die ich mir auf jeden Fall noch holen soll, wie der aussieht. Und dass ich vielleicht, wenn ich Schaden kriege, Energie kriege. Ich glaube, das wäre eine super Kombination. Aber ich wollte jetzt mich eigentlich nicht regenerieren, bis ich fertig bin. Jungs, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Ihr werdet lachen. Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, kam bis jetzt so ein... Sind das? Kam bis jetzt so ein Pansenhaufen um die Ecke. Aber der Schaden über Zeit ist schon pervers, kann man ja anders sagen. Letztes Mal waren nicht die Arbeiter auf Hexes, ne, das waren die gerade, oder? Auf jeden Fall hier die Flugdrohnen kamen an. Das war eine Katastrophe, da konnte ich nichts gegen machen. Ich stand da vorne und habe mir gedacht, und jetzt habe ich mir nur gesagt, was soll ich jetzt gegen die machen? Nix. Wow, Kombo, Junge, Kombo. Kombo des Todes hier. Nicht, dass hier die Waffe nicht auch super wäre, alles hier zu schnetzeln. Vor allem mit dem Damage Boost, den ich jetzt habe und der Reichweiten-Mods, die ich drin habe und den ganz anderen Kram. Wobei, jetzt haben wir den Giftschaden drin. Läuft! Stirb, Junge, stirb! Boah, die kriegen doch teilweise wenig Abgabe hier. Schlimm mit dir. Wo ist der denn gerade gegangen? Au! Ja, jetzt hast du verkackt, Junge. Ja, aber ich muss sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, so meine ersten Eindrücke davon. Um Gottes Willen, das ist krank. Ich muss unbedingt Mods haben, damit die Duration noch weiter erhöht wird. Was kann man damit... Ihr habt ja gesehen teilweise, dass die Typen überall plötzlich Zahlen an sich am Pluppen haben. Also, wo wird so ein Typ? Also, da kommt ein bisschen Schaden, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Der einzige, wenn man es getroffen ist, so stark das jetzt gerade aussah, so stark es größtenteils, sag ich mal, aussah. Ich meine, ich habe die jetzt nicht
perfekt gemoddet. Ich habe mir sogar gesagt, so, ich will es nur billig haben. Wenn ich dieses billig haben wegnehme und dafür vielleicht die Zeit erhöhe und die Stärke erhöhe, da würde man gar nicht drüber reden, was für Schaden danach womöglich rauskommt. Aber das wird sensationell. Einzige Sache, wo man auf jeden Fall sagen kann, da wo sie ein Problem haben wird, aber das hat es Sorin, glaube ich, schon immer gehabt hier. Nö, du hast schon immer Probleme dagegen gehabt. Und zwar Maschinen. Roboter generell, das ist ein Desaster, weil Viralschaden auf die Typen, die haben super Resistance dagegen und da sagen die auch so wie, pff, nö. Oder wenn Leute viele Schilde haben. Ich meine, die Schilde gehen davon nicht weg. Aber hey, wenn die Lebenspunkte unter dem Schild weg sind, ist es eh völlig egal. Aber wie gesagt, Roboter mit Schilden, da wird sie auf jeden Fall knabbern müssen. Da muss sie womöglich ein paar Waffen dabei haben, womit sie dann hier Korrosivschaden oder Blastschaden, irgendwas, womit sie den Schild schnell wegmachen kann und natürlich den Roboter danach wegbashen kann. Das mit diesem Skin, wie gesagt, ich überleg's mir. Ihr werdet ja sehen, ob ich mir nachgeholt habe. Momentan überlege ich es mir halt noch. Ich überleg's mir noch. Sieht nicht schlecht aus, weil obwohl die Dualen Soren, als Waffe, ich meine Nahkampf. Deswegen habe ich gedacht, weil die nur 5% Status hatten, ne? Vielleicht 25% Bonus-Status, zählen auch die Waffen dann Fahrzeichen? Wahrscheinlich nicht. Wäre sonst zu toll, ne? 30% Status auf so Äxte. Wäre toll. Aber. Nee, werden wir womöglich nicht haben. Werden wir womöglich nicht kriegen. So, Leute, wisst ihr was? Das war's erstmal. Ich, wie gesagt, verlinke noch unten den Beitrag von den Entwicklern, nämlich den ihr auch im Spiel ja so kriegen könnt. Und dann könnt ihr euch das selber alles nochmal durchlesen. Und vor allem viel Erfolg beim Ausprobieren, ja. Sofern ihr Sorin habt, könnt ihr endlich ja nochmal fies in die Ecke euch setzen und sagen, wenn das und das zusammenpasst jetzt, dann, Ja, viel Erfolg, sag ich noch. Und viel Spaß. So, das war's mir wieder von mir im MK3. Danke fürs Zusehen und Hören. Bis die Tage. Und tschüss.